Ey, yo Leute, was geht? Wir haben es neulich Super Eisen für NA gemacht und ich dachte mir, ey, vielleicht wäre es mal interessant, wenn wir uns auch mal deren Challenger etwas anschauen. Denn beim Super Eisen hat gesagt, yo, NA, Iron spielt viel cleaner als ihr West und sowas, ne? Wo ich eigentlich auch zustimme. Und ich würde mir gerne Rank 1 Challenger anschauen in NA. Und zwar haben wir hier My Dream LCS. Ich kenne mich mit der Szene nicht so aus. Ich glaube, man weiß nicht mal, wie er aussieht. Aber eine Sache, die er hat, was viele andere Top-Challenger-Jungler auch haben, ist sein Champion-Pool. Ja, sein bester Champion ist Nidalee. Danach kommt Talia, Lilia und dann Graves. Also sowas wie Nidalee, Talia, Graves sehen wir ganz oft bei traditionellen High-Elo-Junglern. Und Nidalee ist mit Abstand sein bester Jungler. Wir sehen hier das Matchup Nidalee gegen Udyr. Mal, wenn wir seine Rune reinschauen, sehen wir auch, er hat sich hier für Conqueror entschieden. Kann man ja auch durchaus machen, ne? Das ist eine Rune, die man gegen etwas tankigere Gegner mitnimmt. Und mit Udyr, Renekton und Alistar sind wir damit auch ziemlich gut besetzt eigentlich. Ich gehe auch mal davon aus, dass er ein bisschen mehr am Top-Lane herumspielen wird. Weil wir haben dort eine Riven mit Ignite gegen Renekton mit Teleport. Das ist so ein Matchup, das kann Riven stompen. Es ist aber meistens eher Renekton-favored. Und gerade wenn man Ignite nochmal mit dabei hat, ist das Matchup nochmal, da will man schon gerne gewinnen, ne? Einfach nur direkt, dass er Teleport nicht effektiv nutzen kann. Ich denke mal, wir sehen kein Full Clear? Okay. Okay. Also entweder geht jetzt ein Vayne oder will Early Toplane ganken. Ist Toplane nur gankable? Hat der Renekton nicht Full Leben? Nee, okay. Okay. Aber würde ich hier ein Vayne? Man sehen, ganz gleich Toplane Prio, mit ist even. Leute, geht in Vayne. Okay, okay, also ich finde diesen Invade nicht gut. Ich weiß nicht, wie stark Conqueror Nidalee jetzt unbedingt ist im Early Game. Riven hat zwar reingepusht, Renekton könnte trotzdem moven, theoretisch, ob es jetzt für ihn worth it wäre oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber er hat den kürzeren Weg, weil Riven müsste hier von ganz außen lang gehen. Und mit dem Prio ist auch nicht da. Ah, mal gucken. Ich bin kein Fan von. Egal wie es ausgeht, ich bin kein Fan von. Okay, er hat seinen Speer verkackt. Oh, okay, der Udi ist in die Falle reingelaufen. Kriegt er einmal eine volle Burst-Rotation drauf. Der Damage-Guide, oh mein Gott. Okay, okay, beide flashen. Oh, lol. Okay, schöner Sidestep. Ich bin kein Fan von den Bad Guys. Ich bin kein Fan. Die gewinnen das jetzt wohl, oder? Lol. Kein Fan von, aber es ist noch gut ausgegangen. Aber ich bin trotzdem kein Fan von. Viel zu riskant, viel zu riskant. Wenn Udyr nicht in die Falle reingegangen wäre, wäre Big Oof gewesen. Okay, klaut den ganzen Jungle. Udyr wird wahrscheinlich runtergehen. Ich denke mal, er fuckt jetzt nur seinen Quadranten weg. Denn runtergehen lohnt sich nicht. Like, runtergehen lohnt sich nicht. Dann werden wir uns das hier angucken. Udyr ist bereits unten und seine Botlane ist reingepusht. Er würde zu lange brauchen, um anzukommen. Oh, um der Gang, wie ist Lane State? Okay, das kann man gut ganken. Krabbe, Leute, eine Sache bei Krabbe, die mir ganz oft auffällt, das hat man, glaube ich, auch. War das Coaching Onstream? Bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn der Enemy Jungler als Beispiel nicht auf eurer Seite ist, müsst ihr nicht so früh für die Krabbe gehen. Like, ihr könnt als Beispiel, ne, Enemy Jungler hat oben angefangen, ihr habt unten angefangen, beide full clearen. Da könnt ihr erst ganken und dann noch für die Krabbe gehen, wenn ihr wollt. Oder ihr geht ganken, Enemy Gromclown macht dann die Krabbe. Solange die Krabbe nicht contested ist, müsst ihr sie auch nicht rushen. Okay, geht hier rein. Oh, nice, sehr schön. Er flasht, ne? Okay, nice, wartet ja auch noch mit seinem Jumpen. Das ist sehr nice, ne? Wartet einfach drauf. Denn wenn er gejumpt wäre, flasht Renekton und er kommt nicht mehr ran. Aber das ist halt das, was ich meine. Er geht jetzt zuerst für den Gank. Und macht dann erst jetzt die Krabbe. Oh, geht hier nochmal für den Vade. Okay, ich habe jetzt eben nicht auf die Map geachtet. Ich weiß nicht, ob wir Udyr unten gesehen haben oder ob sie die Camps gecheckt haben. Oh nein. Hier schön beim Invade nochmal eine Ward hingestellt. Der kommt nicht weg. Wartet hier auch schön lange mit dem Speer. Kann er seine Camps nochmal machen. Pusht ja auch nochmal raus. Ich glaube, wir werden sehen, dass er den. Okay, Moment, der Gronk kommt gleich. Und wir sehen Udyr unten. Auf zum Gronk. Auf zum Grump. Der ist free. Der ist fucking free. Okay. Okay, dass er zuerst die Raptors macht, gefällt mir nicht. Wir haben Udyr gesehen. Wir wussten, dass die Dingens garantiert sind. Der Grump. Und seine Raptors sind noch Level 1. Und Grump ist momentan, wurde im letzten Patch auch noch gebufft, sehr, sehr, sehr viel Erfahrung wert.
nicht nur bekommt er Erfahrung, er nimmt den Gegner auch Erfahrung weg. Technisch gesehen könnte er den Uli hier two-grumpen, wenn er nicht Raptors macht. Ne? Dann nimmt den Grump mit, der gerespawnt ist. Er nimmt den Grump mit, den Uli davor gemacht hat. Und er kriegt scheiße viel Erfahrung. Ja, das ist jetzt zu langsam. Okay, sein Rumble moved, ja. Jetzt geht's im Nachhinein noch auf. Aber vorher den Grumble schmissen wäre viel smarter, weil wir können nicht davon ausgehen, dass er 20, 30 Sekunden im Voraus geplant hat, dass der Rumble moven wird. Gehe ich jetzt einfach nicht von aus. Und das Renekton sterben wird hier oben. Okay, im Base und dann Richtung Botside. Early CDR Boots, Geist CDR Boots, mega strong. Also falls ihr es nicht wisst, CDR ist wie Armor geworden. Je weniger, oder halt genau, wie Resistenzen. Das wird hier nicht angezeigt. Je mehr ihr davon habt, desto weniger ist es wert. Ja, die Rune in euren Stat-Charts mit, ich glaube, 8 Ability Haste gibt euch 7% CDR und allein schon nur die Boots, die euch, ich glaube, vor dem Rework 10% gegeben haben, geben euch, wenn ihr nur 20 Ability Haste habt, ich glaube, 17% CDR. Naja, es gibt ja alles, ne? Ist ja gerade alles hier open. Oh, wir rummeln noch Move, Renekton hat keinen Teleport. Geben wir den auf? Ich glaube nicht, oder? Der farmt Menschen hier Jungle, aber bleibt in der Nähe. Mal gucken, ob sie unten gleich irgendwas ermöglichen wird. Okay, Reaktor in der Mitte. Okay, die fighten hier, ne? Move die reaktiv hin. Ich denke nicht, dass er sonst versucht hat, hier unten was zu machen. Oh, der Speer sitzt aber. Kleine Burst-Murst-Kombo. Oh, scheiße, kriegt ihr selbst sehr viel Damage ab. Ist er tot? Flash weg, hielt sich nochmal. Oh, lol. Die Bombe reicht nicht aus. Rauspushen und dann Drache. Den Drachen kann er hier easy peasy solo bolo machen. Der Rommel gönnt sich unten immer ein paar Stacks. Nimmt ihr nicht seine Camps mit. Ich denke mal, er wird Rap-Buffen nehmen und dann maybe direkt schon nach oben hingehen für einen Gank oder für einen Vade. Weil er dann sein Level-Up bekommt und er möchte wahrscheinlich gerne Herald haben, dann sonst hätte er davon nicht gerecalled. Und er wird jetzt nicht stärker. Egal ob er Rap... Warte mal, hat Uli Rappers geklaut oder waren die nicht da? Egal. Selbst wenn Rappers da wären, egal ob er Rappers oder Crux macht, er wird gerade nicht stärker. Und wir sollten uns sicher sein, dass Uli oben ist, weil unten davor der Play passiert ist. Mal sehen, hat Midlane-Prio, hat Top-Lane-Prio, kann er für den Herald gehen. Das Game gefällt mir wirklich sehr gut soweit, Guys. Muss ich echt sagen. Der eine Invade, den fand ich ziemlich doof, ja. Viel zu riskant. Wir haben Uli unten gesehen. Moment mal. Move da runter? Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz anschauen. Aber dann haben wir Uli gesehen. Wir müssen jetzt auf die Botner Wave achten. Okay, auf die Wave kann der Ding jetzt nicht diven. Das heißt, auf der nächsten Wave ist ein Dive. Er ist Niederlee und er und wichtig, Leute, er hat Waterwalking dabei. Uff. Geist, macht das nicht nach, okay? Macht das nicht nach. Für so, damit das hier worth it ist, seine Botlane wusste das, ist weggegangen. Der Rumble hat preemptive geteleportet. Also das hier ist Hammer-Teamplay. Okay, wie geht das jetzt aus? Gewinnen die das? Okay, erster Speer verkackt. Ist isoliert vom Team. Speer sitzt. Oh lol, die werden hier langsam runtergepokt. Uff. Er wird hier durchgestunt. Hat zum Glück auch nochmal Legend Tenacity mit dabei. Oh. Fancy Movement, to be honest. Fancy Movement. Ich nehm's zurück. He's dead. Fucking bitch. Das wird erstmal fett geshoppt. Jetzt wird erstmal fett geshoppt. So, Harold ist immer noch da. Wird, denke ich mal, auch gleich benutzt. Der geht nicht auf den Botman Tower. Oder? Fällt er nicht oder so schon? Das ist Waste. Das hier ist Waste. Like... What for? Den Tower hätten wir auch so bekommen können. Darf ich lieber in die Mitte hingehen, mir hier nochmal mehr Gold holen? Oh, die Double Camp Niederlee, okay. Sehe ich zum ersten Mal, to be honest, aber ich habe auch schon eine Ewigkeit kein Niederlee-Gameplay mehr gesehen. Jetzt wird es nur noch heißen covern eigentlich. Einfach nur noch covern und picken. Denn mit seiner Botlane kann er nicht herumspielen.
Die ist hier ein bisschen irrelevant, weil Kaiser sehr weak ist, ne? Das heißt, entweder spielen wir mit dem Rumble herum oder mit der Riven. Das heißt, ich denke auch nicht, dass er großartig hochgehen wird. So, die Kaiser kann sich da ein abfarmen und er covert jetzt mehr die Botzeit. Würde am meisten Sinn machen. Oh, hier ein Fight. Ist Riven tot? Ne, die ist ja nochmal weggekommen. Oh, er wird hier selbst einmal komplett durchgestunt sein. Hier, Leute, ist noch ready, der Speer. Leute, press F für Nautilus. I think he dead. But he sacrificed himself. For the greater good. Ist halt doof, dass Rumble hochgeht. Wenn die Kaiser ist nicht so relevant, der Renekton ist auch nicht so relevant. Like, klar, jetzt kann man sagen, cool. Like, look at me, guys. I have a kill. Der steht die Alistair W. Das werden die, glaube ich, nicht fighten. Wenn die laufen. Oh, und er ist tot. Und er ist tot. Lauf, Riven. Also, ich weiß jetzt nicht, was der Rumble da zu dem Moment gesehen hat, ne? Night Harvester. Klassisches Item auf Niederlee. Es sieht immer komisch aus, wenn man Conqueror sieht mit Night Harvester. Aber die Optionen sind hier jetzt nicht so geil. Naja, ich glaube jetzt noch Rambazamba. Also ich glaube, es gibt hier gar nicht mehr so viel. Außer ein bisschen schlecht. Ah, ich weiß nicht. In den Fights. Also entweder macht er richtig Living on the Edge. Oder er lackt sich halt ein bisschen quasi durch. Ja. Wobei halt der einzige Lacken Game Crit ist. Der Udi einfach. Da kommt der und snackt in sich. Ich denke nicht, dass wir hier noch so viel sehen werden. Ich mach kurz eben einmal in schneller durch. Klar, Hourglass, ne? Jumpt auch rein. Gibt auch einfach catchbaren Damage. Und ihr seht hier wieder, er shadowt die untere Seite. Beziehungsweise er chillt ein bisschen mehr auf der unteren Hälfte. Klar, Riven ist da jetzt auch der einzige Spieler, der da ist. Aber Riven ist auch der stärkste Spieler generell. Auch wieder scheiß komplett auf oben. Weil, warum um die schwächste Lane herumspielen, ne? Klar, jetzt kann man drüber nachdenken, ob man nicht zurückgeht. Riven hatte gerade momentan keine Pressure mehr. Der Rumble ist unten fertig mit seinem Job. Jetzt kann man weggehen. Jetzt ist Zeit dafür da. Wie das heißt über die Soul? Aber ich muss sagen, das blaue Team hat eine leichte Team-Comp und sich leichter zu executen. Die sind aber sehr behind. Wenn die nicht so behind würden, die glaube ich, das bestimmt problemlos gewinnen. Renekton ist nicht da. Hat zwar Teleport ready. Aber jetzt geht es noch um Pressure, um den Nash herum. Letzter Drache müsste, glaube ich, auch gleich kommen, oder nicht? 2 Minuten. Uff, Digga, da wird gefressen, der Alistair. Fressen wird er. Krass. Also Riven spielt mega gut. Riven spielt mega fucking gut. Ich meine, es ist auch Adrian Riven. Wer hätte es gedacht, Guys? Challenger-Spieler mit Riven im Namen. Wie kann er nur gut sein? Aber das ist, er hat auch sehr viele Ressourcen reinbekommen. Aber was er aus den Ressourcen rausholt, ist das Wichtige. Also ich muss echt sagen, Riven ist ja mega die vorantreibende Kraft in dem Game. Oh oh. Der Inflash. Is that him? The one and only, Tristana. Oh lol. Jumpt über die Wall und wird hier einmal komplett gefressen. Nash wird secured. Jetzt kommt nochmal der Dingens. Ah, oder das Game hier wird FF, wie es aussieht. Das rote Team hat hier aufgegeben. Sehr schönes Spiel. Also jetzt, ab dem Moment, wo ich eigentlich, ich glaube, die ersten 15 Minuten habe ich ja eher fast noch reingeguckt. Und ich fand, das war sehr schön gespielt von Niederlee. Der eine Invade bin ich gar kein Fan von. Dass er da einmal komplett von Topside zu Botside runtergegangen ist, um den Dive aufzuhalten. Macht das nicht in euren Games nach, Guys. Da muss jedes Puzzlestück seine richtige Arbeit machen. Botlane ist weggegangen. Rumble hat schon mal runtergetipied und dann ist er mit runtergemoved. Ich fand, Teamfights sahen mir echt etwas sehr knapp aus, to be honest. Jetzt kann man sagen, ey, war geplant. Jetzt kann man sagen, Sylvie, der hat einmal Luck gehabt. Könnt ihr für euch selbst entscheiden. Grundsätzlich 95% hat mir gefallen. Sauberes Movement. Also es gibt nur zwei Sachen, die mich gestört haben. Das war einmal der Invade generell und dann ist er nicht zum Grumpy hergekommen, um nicht zu Counter-Jungle, sondern hat ihn lieber seinen eigenen Raptors gemacht. Der Play hat nur geklappt, weil sein restliches Team noch gut aufgepasst hat oder generell mitgezogen hat. Würde ich euch im Normalfall so nicht empfehlen.
Ja, aber gefällt mir, ihr könnt wie immer gerne eure Meinung reinlassen. Gerade auch dazu, wenn ihr mehr über NA sehen wollt, was so deren Top-Challenger machen, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, ich bin auch erstmal weg, Leute. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.